Dann schauen wir jetzt mal zum Hain und gucken, was uns dort erwartet. Wo haben wir ihn denn? Dum, hier, Umgebung des Maragd 1, nehme ich mal an. Wo sind wir denn da? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren so lange nicht da. Ah, ja, sehr gut. Wo ich auch gerne noch hin möchte, ist gucken, ob wir inzwischen vielleicht die Banditen hier sogar aufmischen können. Ja, denn wir sind jetzt ein bisschen stärker und dann können wir mal gucken, ob die mitskalieren. Wobei, ich glaube, mit unseren vielen Angriffen schaffen wir die wahrscheinlich schon. Ja, gut, dann triff Halsin. Und wir sollten ja uns das Relikt klauen, aber ich glaube, das Relikt klauen mache ich nicht. Ich glaube, das verkneifen wir uns mal ganz kräftig. Denn wir sind ja eigentlich pro Hain und wollen uns da keinen Ärger. Es sei denn, Halsin sagt, oh, der Weg nach Maldus Tor ist weit. Wer weiß, wie lange die Leute zu Fuß brauchen, bis sie dort sind. Ja, das frage ich mich auch. Wenn sie hinkommen, sind sie langsam und verletzlich. Vermutlich bis zum Basiliskentor, die Hälfte tot. Scheint euch ja nicht sehr zu bekümmern. Wozu denn auch? Wir können nun mal nicht alle retten. Recht hat sie im Prinzip. Und ich jetzt es gerade größer mache, ich muss auch das hier größer machen. Ich habe nämlich hier viel mehr Fähigkeiten, als ich dachte. Und auch bei den anderen stört's mich ja immer so ein bisschen, dass man nicht wirklich sieht. Na, ich glaube, ich habe jetzt in der Vergangenheit immer nicht das eingesetzt und gerade auch die vielen Sprüche, was ich hätte können, weil ich gar nichts gesehen habe, was ich alles kann. Ich muss es einfach größer machen. Und ja, man sieht es zwar in diesem kleinen Pfeilchen, dass da eben noch, dass es noch mehr gibt. Aber im Eifer des Gefechts vergisst man das dann doch immer. Ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Dann haben wir zwar ein bisschen weniger Bildausschnitt, aber so, mal gucken, ob wir uns aufmachen. Aber ich denke da wenigstens dran. Sesam, öffne dich. Oh, danke. Ja, weil er oben sieht es dann immer, ne? Okay, springt gleich nach oben. Der Magier von Tiefwasser? Zellwor, unser Speer sagt, dass die Anführer der Goblins dezimiert wurden. Vielleicht kommen wir hier doch noch raus. Wie ich höre, gilt das euch zu danken. Seid gesegnet. Ich habe gesammelt, von uns allen. Es ist nicht viel, aber ihr habt es verdient. Och, die Sonnenstruppe halten, die brauchen das doch dann in Baldur's Tor. Wie freundlich von euch, vielen Dank. Halsin wird euch gewiss ebenfalls danken wollen. Er ist gerade zurückgekehrt. Na sowas. Er ist zurückgekehrt? Ich glaube, er hat gerade ein Gespräch mit Kaga, was uns angeht. Keine Armeen auf den Fersen. Sagenhaft. Wir können endlich gehen. Aber wir müssen noch nicht von Abschied reden. Wenn ihr Lust habt, feiern wir heute Abend mit euch in eurem Lager. Oh. Dann sehen wir uns dort, denn wir wollen erst noch andere Dinge tun. Besiege die Goblins. Och, jetzt hat er wieder einen Anfall. Ich speichere mal, falls es wieder irgendwie Probleme gibt mit Sachen ihm geben. Mein Zustand hasst es ebenso sehr wie ich, ignoriert zu werden. Ich muss ein weiteres Artefakt zu mir nehmen und zwar bald. Okay, was haben wir denn? Oh ja, jetzt haben wir sehr viel, was wir geben können. Warte mal, irgendwas, was wir überhaupt nicht brauchen können. Resistenz gegen Hiebschaden. Tanzende Lichter. Wieso sind die eigentlich gut? Er leuchtet einen Radius. Das brauche ich nicht. Dann kann er den Anhänger haben. So, brauchst du noch mehr? Warte mal, hatte ich nicht noch so ein +1-Dolch? Oder habe ich ihm den schon gegeben? Was haben wir da? Silberanhänger, göttliche Führung. Aber ich weiß gar nicht, ob er. Ja, komm, machen wir mal. 2, oder?
Schön zu sehen, dass ihr so gut mit passenden Relikten ausgestattet seid, aber ich brauche nur ein einziges. Okay. Verstehe, ihr sollt kriegen, was ihr braucht. Okay, dann nur eins. Dann nehmen wir... Was hatten wir zuerst? Ja, komm, dann nehmen wir das. Bitte. Danke. Gail ist einverstanden. Mal gucken, ob es ihm diesmal einigermaßen hilft oder ob er wieder jammert. Oh, irgendwie ist doch noch der Wurm drin. Gute Götter. Es zeigt kaum Wirkung. Möge Mistra Gnade mit uns haben. Ich habe noch mehr. Vielleicht brauchen wir doch zwei. Ich muss mit euch sprechen, euch allen. Es wäre gewissenlos, von mir zu schweigen. Nur zu, ich vertraue euch. Ich hoffe, es lohnt sich. Wir haben schon ein kleines Vermögen in euch verschwendet. Ihr kommt, ihr seid unter Freunden. Rede. Nicht mehr lange, womöglich. Ihr müsst wissen, wer ich war. Ihr müsst wissen, wer ich wirklich bin. Was ich bin. Was ich bin, ist ein Schatten meines einstigen Potenzials. Man könnte mich ein magisches Wunderkind nennen, das von klein auf nicht nur das Gewebe beherrschte, sondern es auch zu komponieren verstand, wie ein Musiker oder Dichter. Mein Talent war so herausragend, dass ich die Aufmerksamkeit der Mutter der Magie persönlich erlangte, der Herrin des Unbekannten, der Göttin Mystra. Sie zeigte sich mir und wurde meine Lehrerin. Mit der Zeit wurde sie meine Muse und später sogar meine Geliebte. Oh. Wollt ihr etwas sagen, ihr habt mit einer Göttin geschlafen? Kühn, nur wenige würden es wagen, eine Göttin auf ihre Muse zu reduzieren. Ich glaube, ich kein einziges Wort. Ich bin eifersüchtig. Ihr habt mit einer Göttin geschlafen? Oh ja, wir genossen des anderen Gesellschaft, Körper, Verstand und Seele. Doch ich begehrte mehr, und das ist immer schlecht. Denn selbst wenn wir Sterblichen als Magier noch so mächtig werden, kratzen wir nur an der Oberfläche des Gewebes. Mystra hält uns zurück. Es gibt Grenzen, die sie uns nicht überqueren lässt. Doch wann immer ich bei ihr war, stand ich am Abgrund und blickte auf die Wunder, die dahinter lagen. Und er wollte... Auch das nehme ich mal an. Ich wollte ihre Grenzen überqueren. Ihr dachtet, ihr müsstet es besser als Mystra. Ihr seid dümmer, als ich dachte. Ich bewundere euren Ehrgeiz. Wie genau habt ihr versucht, die Grenzen zu überqueren? Ich versuchte, sie zu überzeugen. Ich schmollte, flehte und schwor, dass ich ihr nur besser dienen können wollte. Doch sie sagte nur lächelnd, ich solle zufrieden sein. Ja, weil sie wusste, von was sie spricht. So unvorstellbar es mir auch nun erscheint, ich teilte das Bett mit einer Göttin und war doch nicht zufrieden. Also versuchte ich, mich als würdig zu erweisen. Nun kommen wir zur Krux meiner Torheit. Soll ich die Geschichte dahinter erzählen oder lieber geradewegs zum elenden Finale springen? Oh, wir wollen die ganze Geschichte hören. Erzählt mir bitte alles. Gern, dann wollen wir mal. Es war einmal ein mächtiger Herrscher in einem Turm, einem fliegenden Turm, um genau zu sein. Ich spare mir meine Geschichte für andermal auf, doch die Quintessenz ist, dass er die Göttin der Magie stürzen wollte, damit er selbst zum Gott aufsteigen konnte. Er hatte beinahe Erfolg, doch eben nur beinahe, und so fiel sein ganzes Reich Nessaril um ihn herum zusammen, als er zu Stein wurde. Die Magie, die an diesem Tag entfesselt wurde, war gewaltig und tobte wie das ursprüngliche Chaos, das die Schöpfung überdauert hat. Nicht mal das Gewebe selbst konnte der Belastung widerstehen. Es riss, ging in Fetzen und dann war alle Magie der sterblichen Reiche verloren. Bis zum Tag von Mystras Rückkehr. Sie heilte das Gewebe und fügte alle Trümmer wieder zusammen. Jedenfalls dachte ich das, bis ich bei meinen Studien von einem Buch erfuhr. Von einem nesserilischen Folianten, in dem ein Stück des zerfetzten Gewebes eingesiegelt war. Außer Mystras Reichweite. Eigentlich versiegelt, oder? Was, wenn, dachte ich mir, was, wenn ich nach all der Zeit der Göttin diesen verlorenen Teil ihres Selbst zurückgeben könnte? Und was ist dann passiert? Blumen und Schokolade habt ihr also wohl ausgeschlossen. Das ist so spöttisch, ne? Ein großer Plan war so vergleichbar damit, ein Glas Wasser ins Meer zu schütten. Genial.
Also ich denke mal immer, die erste Sache ist eher ihm, ja, dass man ihm zeigt, dass man ihn versteht. Okay, wie ist diese Frage beantwortet worden? Die Antwort lautete, es zu versuchen, doch es misslang. Ich war mir sicher, dieser Beweis roher Macht, romantisch verpackt, würde Mystra überzeugen, mich bei der Hand zu nehmen und ihr ins bisher verbotene Reich zu führen. Aber ich hatte mich geirrt. Ich nahm das legendäre Buch und vertiefte mich daran. Und was dann geschah? Hier, legt eure Hand auf mein Herz. Zeige es euch. Oh, will ich das? Du spürst die Larve erzittern und erkennst, dass Gale dich hineinlässt. In die Dunkelheit. Du erblickst durch Gales Augen die Korridore einer gefürchteten Erinnerung. Ein Buch gebunden, dann plötzlich geöffnet. Es enthält keine Seiten, nur eine quirlige Masse schwarzen, pulsierenden Gewebes. Die Zähne, die Klauen, es gräbt sich unaufhaltsam in dich hinein und wird ein Teil von dir. Und bei den Göttern, es ist hungrig und er hat dieses Buch in sich? Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Zum Glück war der Augenblick, da ich das Fragment absorbierte, nicht sofort tödlich. Es war nur der Anfang. Und was sagt Mystra jetzt dazu? Die müsste das ja wissen, oder? Diese nesserilische Pest, diese Kugel, in Ermangelung eines besseren Wortes, ballt sich in meiner Brust. Und sie braucht Nahrung. Aber sie ist jetzt nicht mehr glücklich, ne? Solange ich Spuren des Gewebes aus ausreichend mächtigen Quellen absorbiere, bleibt sie still. Sollte sie jedoch vollends destabilisiert werden, vielleicht auch durch eine Larve im Kopf. Werdet ihr sterben? Jetzt komm, sprich. Explodiere ich! Oh, schlimmer als sterben. Ich weiß nicht, in welchem Umfang das sein wird. Doch wenn ich meine Studien der nesserilischen Magie bedenke, würde schon ein Fragment. Moment, Moment, Moment. Würde schon ein Fragment von der Größe, die ich es trage, ausreichen, um eine Stadt der Größe von Tiefwasser auszulöschen. Lyzelle sagt, ihr dreifach verfluchter Bastard, ihr wart die ganze Zeit über die größte Gefahr für unser Leben. Ich schwöre euch, das war ich nicht. Doch ich muss gestehen, dass ich es nun bin. Vielleicht sollte ich euch verlassen und möglichst viel Distanz zwischen uns bringen, ehe die Kugel explodiert. Können wir denn gar nichts tun? Ich dachte, wir stünden einander nahe, Gale. Ihr hättet es mir sofort sagen sollen. Unglaublich. Habt ihr überlegt, was geschieht, wenn die Larve euch übermannt? Da hat er bestimmt schon dran gedacht. Können wir denn gar nichts tun? Vielleicht finden wir um die Ecke die Sammlung magischer Artefakte eines Königs oder laufen einem Wunder über den Weg. Vielleicht aber auch nicht. Das heißt, es gibt eigentlich nichts. All das muss sich anfühlen wie ein Verrat. Ein Wort von euch genügt und wir trennen uns. Nix da. Ich möchte erst hören, was die anderen sagen. Mir liegt zu viel an euch, um euch jetzt zu verlassen, Gale. Wir reisen zusammen weiter. Wenn wir uns trennen, wohin würdet ihr gehen? Ihr stellt eine zu große Gefahr dar, es heißt Abschied nehmen. Also ich kann die anderen fragen? Ja, komm, lass mal die anderen fragen. Mir liegt zwar viel an ihm, ich möchte aber auch wissen, was die anderen sagen. Lyzelle ist natürlich dagegen. Ihr wollt ihn bleiben lassen? Wir müssen diese Gefahr beseitigen. Und Schattenherz wahrscheinlich. Ich bin unentschieden. Und ehrlich gesagt ist es mir gleichgültig. Ich kann mit allen leben. Okay, sie ist sogar neutral. Und ich bin dafür. Dann sage ich, mir liegt zu viel an euch, um euch jetzt zu verlassen. Wir reisen zusammen weiter. Das ist eine große Erleichterung. Eine sehr große Erleichterung. Eure Seele stellt die meine. Ich danke euch aus der Tiefe meines neu erstarkten Herzens. Ich danke euch allen. Ich verstehe es, wenn ihr euch gegen mich stellt. Ich bin demütig, wenn ihr mir beisteht. Auf jeden Fall strenge ich mich an, euch nicht zu enttäuschen.
Also ich habe noch mehr magische Items, wir können noch ein bisschen füttern. Ich stehe am Abgrund, doch wenn ihr die Hoffnung nicht aufgebt, tue ich das auch nicht. Ich kämpfe, solange ich kann. Nun denn, selbst ich bin dem Klang meiner Stimme leid. Ziehen wir weiter. Okay. Dann nehmen wir ihn weiter mit. Gut, ich muss mich mal überhaupt noch ein bisschen hier umgucken. Ach, jetzt sitzen alle hier draußen. Denn ich glaube, er ist hier einer. Ich habe nämlich... Aber wir waren hier gar... Waren wir hier links oben? Waren wir gar nie, ne? Oder haben nicht geguckt? Oder ich weiß auch nicht. Ich weiß nämlich, dass wir noch einen Mitstreiter mindestens hier im Lager finden würden. Und ich glaube, das könnte sogar er sein. Ihr wart wahrhaft meisterlich. Selbst Baldoran würde sich vor so viel Talent verneigen. Aber ich habe ihn drinnen nicht getroffen vorher, ne? Ich schätze, wir sollten uns vorstellen. Klinge der Grenzen. Zu euren... Das Lächeln des Mannes verzieht sich und seine Gedanken werden zu deinen. Du bist die Klinge der Grenzen und rennst durch die Ödnis von Avernus. Vor dir steht eine diabolische Figur. Rote Haut, gekrümmtes Horn, lodernde Flammen. Sie reckt eine blutige Axt empor. Allen Feuern der Höllen. Ihr wart auf dem Schiff. Lässt noch jemand entkommen? Den Göttern sei Dank. Ich kann jeden Freund gut gebrauchen. Oh, wer war diese Frau in euren Gedanken? Ja, und wir sind beide von Parasiten gefallen. Wer war diese Frau? Dann habt ihr sie also gesehen. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli, ein Advokat des Teufels, ein Champion im Blutkrieg zwischen diabolischen Mächten und Dämonen. Ihr Name ist Karlach, sie ist die Soldatin eines Erzteufels. Ich habe auf meinem guten Auge geschworen, oh Gott, der redet auch nicht so schnell, sie zu töten. Ich habe sie durch die Höllen bis zu dem Gedankenschänderschiff verfolgt. Aber bevor ich sie zur Strecke bringen konnte, haben mich die verfluchten Elitiden infiziert. Sie ist jetzt irgendwo da draußen und eine Gefahr für die Unschuldigen. Wenn ich sie nicht töte, werden Leichen ihren Weg pflastern. Ich mache mir wegen des Parasiten größere Sorgen. Ich schlage vor, dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach einem Heiler begeben. Wir sollten uns zusammenschließen. Ich helfe euch dabei, die Teufelin zurück in die Höllen zu treiben. Ihr habt eine Gedankenschinderlarve in eurem Kopf, macht euch das keine Sorgen. Ich mache mal das Oberste. Das wäre... Hat er schon mal versucht, seine Larve wegzukriegen, denn er hat auch nur ein Auge noch? Die Frage ist, ob nachher wieder irgendeins weg ist. Ich mache alles Oberste, das ist so neutral. Ein wunderbarer Vorschlag. Aber eure Gruppe ist bereits voll. Ihr könnt jederzeit nach der Klinge der Grenzen rufen. Ich werde nicht lange auf mich warten lassen. Geht in mein Lager und wartet dort auf mich. Okay, was ist er? Ein Schurke oder sowas? Wieso steht er plötzlich da? Aber es gibt noch irgendwo irgendjemanden, den wir mitnehmen können. Und naja, da müssen wir erstmal gucken. Wer seid denn ihr alle? Sind die jetzt alle schon bereit zum Aufbruch? Weil sie sind jetzt alle hier draußen. Ich glaube, die sind jetzt hier alle bereit zum Aufbruch. Jetzt gucken wir mal, was wir dazu bekommen haben. Rette den Druiden. Halsin ist in den Hain zurückgekehrt. Jetzt kann er uns mit dem Parasiten helfen. Wir sollten mit ihm sprechen. Die Goblin-Anführer sind tot. Halsin und der Hain in Sicherheit. Wir sollten im Hain mit Halsin sprechen. Ja, dann haben wir... Auch hier, die Straßen sind sicher. Die Tieflinge sind aufbruchbereit. Heute Abend werden wir im Lager feiern. Und dann nochmal hier, wir sollen ihn treffen.
War sonst noch was? Wir haben natürlich noch unseren Magier. Gels Zustand lässt sich durch die Behandlung nicht mehr verbessern. Wir müssen weiterreisen und eine andere Möglichkeit finden, die Kugel zu stabilisieren. Und jetzt haben wir auch Jage Karlach. Wir haben Will rekrutiert, einen Monsterjäger, der als die Klinge der Grenzen bekannt ist. Es ist deine Mission, die mächtige Teufelin Karlach zu töten, die eine Gefahr für die ganze Schwertküste darstellt. Da ist die Frage, ob er dabei sein muss, wenn wir das machen. Liefere näheres Kopf ab, haben wir gemacht. Rette die Goblinfrau. Naja, Sasa betrog uns, aber wir können Mithranda dazu bringen, ihr Leben zu schonen. Hoffentlich vergisst Sasa nicht, was wir für sie getan haben. Ich wüsste schon gern, aber vielleicht in einem weiteren Durchgang, was gewesen wäre, wenn Sasa noch leben würde. Stiehl das heilige Idol geht eben nicht mehr. Es ist mir nicht gelungen, Mol das Idol zurückzugeben. Aber das wollten wir ja eigentlich auch nicht. Ja? So, was haben wir dann hier noch? Rette Volo. Der ist auch bei uns im Lager. Und wir haben die Adamantschmiede benutzt. Sehr schön. Gut. Und hier steht noch was aus. Die Tieflinge sind dankbar. Okay, das Fest müssen wir halt einfach noch haben. Dann gehen sie. Okidoki. So, jetzt nochmal mit diesen ganzen Leuten hier sprechen. Eltorell wollte uns nicht und die Druiden auch nicht wirklich. Aber ihr habt euer Leben für uns riskiert. Ich meine, es werden wahrscheinlich jetzt alles nur so kleine Konversationen sein. Du kannst jetzt auch wieder nach Hause. Lass uns gehen, ich will wieder die Straße unter meinen Hufen spüren und frisches Gras fressen. Jo, die Kinder. Du hast uns gerettet. Genau wie Balduron. Balduron? Ah, Balduron, sagt er. Ich habe mein Schwert in der Höhle vergessen, aber ich will es nicht mehr anfassen. Puh, in deinem Alter habe ich schon das Blut meines Vetters vergossen. Stell dich deiner Angst. Och, Lesel. Helm. Will nicht kämpfen. Nicht mal, wenn mich jemand hänselt. Okay, ich habe jetzt den doppelt angeklickt. Eigentlich wollte ich... Habe ich mit ihm schon gesprochen? Nee. Ich hasse dich. Du hast die Goblins getötet. Und jetzt dürfen wir nicht mehr mit Schwertern üben. Ach, da gibt's bestimmt wie nochmal Gelegenheit. Hier stinkt's. Ich will nach Hause. Wirst du schon noch kommen? Ich bin froh, dass du die Goblins getötet hast. Hoffentlich hatten sie Angst. Na, alle sind ja noch nicht tot, ne? Ach ja. Er kann ja nicht sprechen. Oder sie? Ich wusste, dass alles gut wird, wenn wir zuversichtlich bleiben. Eure Klinge hat natürlich auch geholfen. Götter, vielleicht schaffen wir es wirklich in die Stadt. Hoffentlich sind die Nachbarn da etwas freundlicher. Die sagen halt alle jetzt nur noch so ein Statement, ne? Weil die haben ja jetzt nichts mehr. Ihr Wunsch ist ja erfüllt. Warum freuen sich alle so? Wir gehen doch nur zurück auf die Straße. Die Kinder sind halt schon echt süß, ne? Ihr macht gute Arbeit. Wenn ihr mehr könnt als Goblins zu erledigen, kann ich euch in Baldurs Tor vielleicht gebrauchen. Wir werden sie wiedersehen. Ah, jetzt kann man noch sagen, dass man es nicht geklaut hat. Ich habe das Idol nicht, das ihr sucht. Verdammt, wenn wir es hätten, wäre das Leben viel einfacher. Aber jetzt ist es doch wurscht, ihr geht doch eh weg. Mathis, das ist Müll. Ist nur unnötiger Ballast, das mitzunehmen. Ich bin froh, dass du noch lebst. Aber wenn ich in der Weite das Sagen habe, ist Schluss mit Rabatt. Okay. Mathis sagt, dass wir Danke sagen müssen. Alles gut. Nur nicht so förmlich. Oh Gott, es sind ja so viele. Habe ich gar nicht so wahrgenommen drinne. Ihr habt die Goblins erledigt. Gute Arbeit. Ich hätte ja gewettet, dass ihr euch davon macht. Aber ihr habt es wirklich geschafft. Ihr habt die Goblins aufgehalten. Danke. Danke.
Ich bin froh, dass ihr noch lebt. Wir stehen wirklich tief in eurer Schuld. Willst du noch nicht durchs Feuer laufen? Ja, einer läuft immer durchs Feuer, oder wie? Ohne die Goblins schaffen wir es vielleicht wirklich nach Baldurs Tor. Eine andere Hautfarbe, ne? Der redet gar nicht mit uns. Oder haben wir gerade Ladehemmung? Nö, wir reden gar nicht. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alle da oben noch ein paar. Aber die sind doch dann auch weg, oder? Die das Tor aufmachen. Gute Götter, während ich die Kinder unterrichtet habe, habt ihr ein ganzes Lager voller Goblins niedergemacht. Ja, ich meine, sie hier macht doch immer die Türe auf. Ich habe bereits die Goblins erwartet. Ihr wart ein wesentlich schönerer Anblick. Ach so, sie hat gedacht, die kommen jetzt bald wieder. Wir sind bereit, zu eurem Lager aufzubrechen. Ihr auch? Wir sehen uns dort. Ich möchte noch erst die Druidensache hier abschließen. Oh, die Musikerin sitzt auch hier vorne. Wir können zur Stadt. Keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich will wieder leben. Naja, wir haben da so ein Ding im Kopf. Wir müssen erst mal gucken, wie sich es damit weiterlebt. Ich muss jetzt wohl ein Lied über euch schreiben. Aber im Ernst, danke. Es tut gut, erstmal keine traurigen Lieder mehr singen zu müssen. Okay, gehen wir wieder so zurück. Oh, wir haben ja noch mehr Kühe da. Guckt mal. Oh Gott, da sind halt echt so viele hier. Die Jungen sind nervig. Aber die Straße wäre ohne sie eine andere. Danke. Hatten wir sie schon? Wir leben immer noch. Wir müssen es nur noch nach Baldurs Tor schaffen. Na, lass mich mal durch. Ein Leid geht zu Ende. Das nächste beginnt bald. Der sieht aus wie ein Zombie. Von der Hautfarbe her. Baldurs Tor, wir kommen! Ach, das sind die Eltern. Heute sind wir nicht gestorben. Morgen vielleicht. Aber heute nicht. Danke euch. Das ist auch eine Einstellung. Und jetzt geht's wieder um den Reiseproviant. So viele Mäuler zu stopfen. Oh, die ist ja richtig alt. Naja, nicht das schlimmste Problem. Einen aufrichtigen Dank. Und Ikaron? Ohne euch hätten wir sie nicht aufhalten können. Danke. So, ich glaube, jetzt haben wir aber mit allen gesprochen. Aber das waren ja drei Ochsen, ne? Ein Ochse fehlt. Mal gucken, ob wir dann noch einen antreffen. Oh, wir können auch noch Geraffel verkaufen. Denn wir hatten jetzt schon ganz lang keinen Händler mehr. Es stimmt also, ihr habt die Goblins versprengt. Endlich kann ich diesem Teil der Schwertküste wieder Frieden einkehren in diesem Teil. Danke. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mir ist alles recht, um ein paar Goblins auszunehmen. Ich möchte eure Waren sehen. Ja, yeah, wir freuen uns immer, wenn wir helfen konnten. Ich auch. Und die armen Flüchtlinge würden mir sicher zustimmen. Okay, zeig mal, was du hast. Dann können wir ein bisschen Geraffel verkaufen. Und wir haben eben schon ziemlich viel Geraffel verkauft. Der Patch hat übrigens bewirkt, dass das jetzt so bleibt, wie man es als letztes eingestellt hatte. Das heißt, man muss dann nicht mehr dauernd jedes Mal umschalten. Okay, können wir auch einfach so machen? Nö. Mit Rechtsklick auch nicht. Wenn die schneller geht. Gucken, ob er überhaupt genug Geld hat, ne? So, ich habe auch ein bisschen was eingekauft für unseren lieben Gale. Der hat jetzt eine neue Robe an. Gepolsterte Rüstung plus 2. Ich denke, das hilft ihm auch ein bisschen. Und dadurch hatte der Händler dann auch wieder ein bisschen Kohle und ich konnte ihn weiterverkaufen. Denn der war nämlich irgendwann mal pleite durch meinen ganzen Krempel. Möget ihr das Gleichgewicht bewahren. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist jetzt wahrscheinlich total leer, weil hier die ganzen nicht mehr lagern müssen. Sind dazu noch die Wachen hier?
Da hinten steht noch ein Einsamer. Waren wir hier eigentlich schon? Ja. Das ist ja diese... Ruinenraum. Der Schmied ist noch da. Ihr habt uns gerettet. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht. Oh, bei ihm könnten wir auch mal gucken, was er hat. Kaufen braucht man nichts mehr bei ihm. Ich wünschte, ich hätte etwas Besseres. Okay, ich glaube, ich habe ihm auch schon... Obwohl, nee, das sind einfach die normalen Sachen, die man kaufen könnte. Sonst hat er eigentlich auch ähnliche Dinge wie der drüben. Ja, inzwischen halt plus zwei Sachen sogar haben die Leute dabei. Soll ich mal hier noch ein bisschen Pfeile kaufen? Weiß nicht so recht. Es sind zu wenig, um wirklich dauerhaft damit zu schießen. Und klar, sollte ich sie sammeln. Möge Tiomoras Glück mit euch sein. Falls wir dann doch mal einen Boss haben oder so, der das brauchen kann. Aber irgendwie möchte ich jetzt auch nicht so großartig einkaufen. Okay, da liegen noch Sachen rum, aber wir wollen uns natürlich jetzt nicht bereichern. Oh, man könnte sogar Sachen aus den Kisten holen. Wir könnten aber mal hier reinschauen. Denn jetzt haben wir niemand mehr im Rücken. Sitzt die noch da drin? Nee. Ah nein, von Baldurs Tor? Vor vielen Jahrhunderten stach ein junger Mann im Dorf Grauhafen in See. Wohin er auch ging, was er sah und welche Heldentaten er vollbrachte, das sind heute nur noch bloße Legenden. Doch der Reichtum, mit dem er Jahre später zurückkehrte, ist eine unumstößliche Tatsache. Baldoran machte Grauhafen reich. Mit seinem Gold wurden Docks gebaut, Unternehmen gegründet und starke Mauern errichtet, um die Bewohner zu beschützen. Eines der Tore in diese florierende Stadt wurde nach ihm benannt. Doch so groß war der Reichtum, der durch das Tor strömte, dass der Name des Tors berühmter wurde als der des Dorfs, mit dem alles begonnen hatte. Der Name Grauhafen ist nur noch in staubigen Geschichtsbüchern und auf antiken Karten zu finden. Doch Baldurs Tor, dieser Name, liegt auf den Lippen eines jeden Reisenden in Feron. Jetzt wissen wir auch, warum Baldurs Tor heißt. Okay, Duncan Miles dürfte eigentlich niemand sehen. Ich glaube, der Schmied ist weit genug weg. Nohohohoho. Easy. Und jetzt? Wir machen mal wieder zu, dass uns keiner sieht. Aha, schön. Jetzt können wir hier ein bisschen rumgucken. Ein Rucksack. Geld können wir immer mitnehmen. Handtücher? Okay. Da ist alles mögliche Geraffel drin. Essen. Und ist das markiert? Ne. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Lager, ne? Ein Alchemistenschrank. Seelenmünzen. Eine Abhandlung, das hatten wir schon, ne? Wozu die gut sind. Oha, Schwierigkeitsgrad. Gucken wir so gut würfeln wie vorhin. Ja, mit 13 müsste das klappen. Drow-Gift. Jede Menge Gifte. Machen wir das? Ich glaube, die normale Flasche lassen wir da drin. Nichts drin. Oh, ein Schlüssel. Ein Schrankschlüssel. Ach, hätten wir da den Schrank aufmachen können? Wusst. Ich glaube, damit wäre das hier aufgegangen. Da hätten wir es nicht knacken brauchen. Ja, war schon ziemlich schwierig zu öffnen. Die Kisten alle leer. Wie langweilig. Oh, hier sind auch noch Schränke. Ja, wo kletterst du denn hin? Die Kiste ist da. Hier habe ich glaube schon aufgemacht. Oh, da liegt auch noch ein Buch.
Der offene Osten, Band 2. Die Seiten sind voller Staub und, Schlaum. Staub und Schlaum? Aber zwischen einigen Tiraden über die Hygiene auf Reisen springt dir dieser Abschnitt ins Auge. Viele haben mich davor gewarnt, den Weg am Flussufer entlang zu verlassen, aber ich war auf der Suche nach Abenteuern. Und wo sollte man die besser finden als auf den Totenfeldern? Wenn man in Baldurans Tor lebt, hört man viel von dieser riesigen Grasebene, aber man besucht sie nie. Und dafür, dass sie einen solch trostlosen Namen hat, strotzt sie nur so von Leben. Naja, vielleicht ist Strotzen etwas übertrieben, aber es gibt hier einige rechtschaffende Bauern und überaus viele Raben. Leider hatte ich keine Zeit, die riesigen Hügel, Grabhügel nennen die Einheimischen sie, zu besuchen. Doch dort sollen überall antike Artefakte aus dem Boden ragen. Ein Paradies für Schatzjäger also. Naja, aber da bist du doch nicht der Einzige, der das gedacht hat, oder? So, jetzt klettern sie wieder da hoch. Für nichts und wieder nichts. Hauptbuch des Druiden? Auf dem Buchdeckel steht innen Vorratsprotokoll gekritzelt und wurde unterstrichen. Auf den verschmutzten Seiten ist der Vorrat an Lebensmitteln und Medikamenten aufgeführt. Die hastigen Einträge am Ende deuten darauf hin, dass die Vorräte fast aufgebraucht sind. Ja, das haben die auch gesagt. Das nehmen wir gerne mit. Die anderen Sachen können sie behalten. Schicker Hut. Du sollst nicht hochklettern. Guck mal, das ist hier. Das wäre ein Schwachfug. So, was haben wir denn da noch? Essen. Wie gesagt, solange wir so viel zu futtern haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Der offene Ostenband 2, den hatten wir. Reisekammertruhe leer. Seelenmünzen haben wir auch gesehen. Hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, hier kommen wir irgendwie vielleicht hinten noch hin. Birne. Wein. Nimm mal den Alkohol mit. Denn ich habe nämlich von einem Achievement gelesen. So, okay, weiter geht's ja gar nicht. Wir zischen gleich wieder ab. Gerade gedacht, er schimpft, weil wir hier drin waren. Und machen auch ordentlich wieder zu. Schön, wie das hier verziert ist, ne? Wir können jetzt eigentlich überall reinschauen, aber da haben wir schon mal reingeschaut. Ist jetzt da hinten die Türe auch offen? Da wäre ich ja auch gern noch reingekommen. Da hieß es ja immer, ihr kommt da nicht dran. Nicht erreichbar. Also ich denke mal, da kommt man generell nicht dran. Und ich weiß auch, dass man da eingesperrt wird, wenn man hier was klaut und dann verknackt wird. Das weiß ich inzwischen. So, wir hatten hier doch auch noch eine Stelle, die wir nicht erreicht. Aber hier, guck mal, da kommt man voll hinter. Und hier auch. Eigentlich durch die Vorratskammer. Könnte man von aus dem Gefängnis fliehen? Durch die Vorratskammer? Das würde mich halt schon interessieren. Da müssten wir uns aber schnappen lassen, um das rauszukriegen. Ich guck nochmal. Dieses Buch? Das kennen wir. Da oben! Ja! Das möchte ich schon sehen, ehrlich gesagt. Was haben wir denn da? Schicke Statue. Ja, wenn man nicht nach oben guckt, gell? Da liegen auch noch Sachen. Oh, Lesel, Schattenherz, du könntest mal noch ein bisschen Licht auf mich zaubern. Wo denn unser Licht? Ich sehe ja kaum was. Hä? Ist wieder nicht viel Unterschied in der Helligkeit, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe Licht drauf. Man sieht es ja am Leuchten des Bogens. Und wenn ich jetzt... Da sehe ich fast besser.
Und das? Aber funktioniert das hier nicht mit dem Licht? Ewiges Dunkel? Ich meine, ich habe ja noch einen Lichtzauber. Vielleicht, wenn ich dann einfach auf jemand anderen auch noch ein Lichtzauber. Nehmen wir mal diese. Das ist kein Unterschied, ne? Hier ist halt voll dunkel. Ah, doch ein bisschen heller ist es, glaube ich, schon. Als eben. Ein Druidenpfad. Der Pilz gefällt mir nicht. Besser wegbleiben. Sind es nicht diese Pilze, die dann explodieren? Na, warte mal, wenn wir jetzt... Wahrnehmung erfolgreich... Na, hier ist noch einer. Das sind die Fackelstelz. Ja, aber wir können ja einfach vorbeigehen. Und wir können ja einfach vorbeigehen. Hallo. Ich kann sie auch in die Luft jagen. So ist es nicht. Wenn ihr das nicht schafft, da ordentlich dran vorbeizugehen. Hier ist noch verfaultes Zeug. Lizelle erleidet 2 Feuerschaden. Alte Schuhe. Also hier gibt es ja echt nichts Besonderes. Und dann müssen wir ein bisschen hüpfen. Und dann müssen wir halt wieder zurückhüpfen, weil... wir ja nicht... Oh, vielleicht kommen wir von der anderen Seite ja durch die Tür und können aufsperren. Was ist das? Wo ist was? Provisorisches Gefängnis? Oh, ja, hier. Was ist das? Eine Geheimtür. Oh Gott. Unterirdische Passage. Oh Gott, da waren wir noch überhaupt gar nicht. Denn dahin. Das sieht ein bisschen aus wie die eine Goblinhöhle, wo wir mal reingekommen sind, ne? Leuchtende Augen sind selten ein gutes Zeichen. Passen wir auf. Wo siehst du leuchtende Augen? Oh ja, das ist dann wahrscheinlich wieder... Vielleicht ist es sogar diese Höhle, wo wir schon mal waren und erschossen wurden von diesen leuchtenden Augen. Können wir sie abschießen? Also, dass sie kaputt ist? Ich meine, sie hat einen Lebensbalken. Probieren könnten wir es. Nee, das macht ihr nichts. Also mal angucken. Sie ist immun gegen so ziemlich alles. Feuer, Resistenz. Stichresistenz. Oh, hier steht jetzt nur Angriffe. Stichschaden ist halbiert. Resistenz ist es gegen Feuer, also immun. Psychisch und Gift. Aber die anderen Sachen müssten eigentlich Schaden machen. Auch mein Pfeil. Ich meine, ich habe ja unendlich Pfeile. Macht dem Ding aber nichts. Was haben wir da? Was ist das? Okay, mit dieser Rune kann man den ausschalten, kann das sein? Ich laufe mal alleine hin. Soll nicht die ganze Truppe Schaden abkriegen? Ah, natürlich gleich durch die Matsche. Ah, wenn man schnell ist, kann man ausweichen. So, jetzt ist er aus, ne? Ah, nice. Das ist natürlich umso besser. Das hätten wir wahrscheinlich bei dem anderen Ding ganz auch machen können, ne? Wo wir da so mal abgeballert wurden. Vor Urzeiten. Es kommt mir ewig her. Boah. Aber es war... Oh, Findal. Aber damals wären wir auch gar nicht gut hingekommen, weil wir dann nämlich mit den Goblins ins Handgemenge gekommen wären. Oh, das ist doch ein Halbling. Das sieht doch ungesund aus. Was ist denn hier los?
Wächterstatue. Okay. Sollten wir den nicht irgendwann mal suchen? Schlüssel der Uralten, Natur plus 1. Die Äste dieses Reifs sind schon halb versteinert. Denn er wird seit Generationen von Druide zu Druide weitergegeben. Gefertigt wurde er zur Zeit der Gründung des Hains. Er ist daher für immer untrennbar mit dem Land verbunden. Seine winzigen Rubine mit den Steinen und Gebäuden. Der Reif befehligt sie. Das heißt, es ist eigentlich Diebesgut. Es ist ein Dieb. Vielleicht können wir es ja sogar wieder zurückgeben. Ist halt alles verschlammt. Aber Licht an, ne? Ich sehe gar nichts. Leute, macht mich mal ein bisschen kleiner. Was haben wir denn noch? Windeln? Da oben ist noch irgendwas. Und da drüben würde ich auch gerne noch gucken, wenn wir da hinkommen. Wir gehen jetzt erstmal rund. Schauen, wo die ganzen Gefahren sind. Also wenn man kämpfen muss, ist hier blöd mit dem Modder, ne? Ist das hier, wo wir runtergeguckt haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, hier kann man klettern. Oder auch nicht. Oh ja, guck mal. Halt. Halt mal hier. Da müsste auch irgendwo... Da, hier, die da. Die können wir aber hier abschalten. Den Adler. So. So ist abgeschaltet, hoffe ich doch. Kann man ihn dann vielleicht zerstören, aber wir wollen es ja nicht zerstören. Ich meine, die Druiden schützen ja nur ihr Hab und Gut. Vor solchen Langfingern, wie wir es sind. Sprechen mit Tieren. Ach, brauchen wir eigentlich nicht, aber vielleicht brauchen wir mal die Kohle. Heiltränke gibt es auch. Ja, guck mal, das liegt hier extra für mich. Das ist eindeutig. Das sind Utensilien, die wir dringend brauchen. Ah, guckt. Tränke und so. Und Kisten. Und überhaupt. Aber hier ist niemand. Ja, eine Falle, habe ich mir schon gedacht. Ölfässer. Easy. Ja, hätte sein können, dass wir einen Schlüssel dabei haben. Wir haben so viele Schlüssel. Ah, hier sieht man dann immer schön, dass es zu schwer, also für mich zu schwer ist. Das hatten wir in der Vergangenheit auch nicht gesehen, ne? Oh, vier. Mal gucken, ob wir es schaffen. Nein! Wir opfern einen... Hier, wir haben 26 Dietriche. Das ist schon in Ordnung. Wenn da mal ab und zu einer kaputt geht. Was ist denn hier los? Hallo? Könnt ihr mal ein bisschen besser würfeln? Kannst du mal ein bisschen besser würfeln? Was ist denn das? So schwierig ist das doch nicht. Nochmal. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier los? Ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal einen Dietrich verliere. Jetzt aber. Aber jetzt ist es eine 20. Super. Hallo. Was ist da so Tolles drin? Fangschlinge der Natur. So pralle war das jetzt nicht. Aber egal. Sind wir hier runtergekommen? Nein, ich glaube, das war auch so ein Bär, der uns beballert hat. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo das überhaupt war, wie wir da reingekommen sind. Hier ist nämlich noch eine Türe. Oh, ist das die Türe, die jetzt zum, beim Hain in dieses Anbetungsdings da führt? Mal gucken.
Im Wald sind wir jetzt. Wo sind wir denn da? Oh. Ach, da! Ja, hier sind wir doch reingegangen, ne? Das ist genau die, wo wir reingegangen sind. Aber das war voller Goblins. Oder? Waren da nicht Goblins drin? Ich kann mich erinnern, dass da irgendwelche Wachen drin waren. Dann waren wir tatsächlich hier. Und dann sind wir hier beballert worden von dem Dingens. Und nicht mehr weitergelaufen. Aber hier waren Leute. Und die sind jetzt weg. Oder Goblins, meine ich, waren es. Matsch und Modder. Vielleicht war es aber auch er, die ist vielleicht getötet wurden. Vielleicht hätten wir ihn retten können, wenn wir reingegangen wären. So, und jetzt geht's aber hier noch... Da ist es sogar ein Bär, ein Vogel und ein... Ah, die beiden haben wir jetzt auch dadurch deaktiviert, aber jetzt ist hier noch so ein Fuchs oder was. Den müssten wir aber auch noch deaktivieren, sonst geht's hier nicht weiter, ne? Die anderen beiden haben wir. Müssen wir hier hochspringen? Ah, da unten glibbert was. Glimmert was. Wie kommt man denn da hin? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt hier hochsteigen, dann verläuft es nicht so. Okay, Überleben fehlgeschlagen. Okay, hier werden wir tatsächlich schon beballert. Oh, mal Hune des Bären. Also wir müssten hier noch diesen... Ist das ein Fuchs oder ein Wolf vielleicht? Also den Wolf müssten wir noch finden zum Abschalten. Der schießt noch. Da ist die Frage, wo der sich befindet. Und da irgendwo... Ah, guck mal hier. Kann man da runterklettern? Das sind so Wurzeln? Nee, die sind... Ihr müsst jetzt nicht alle da rüberspringen. Wir suchen noch. Aber mehr gibt es hier noch gar nicht, oder? Haben wir noch irgendwas nicht entdeckt, wo man hochklettern kann? Wie sieht es denn auf der Karte aus? Hier waren wir noch nicht ordentlich... vielleicht hier. Ging's da noch links? Ah, wir gucken mal. Zu hoch. Warte mal. Wohin wollte ich doch dahin und dann von der anderen Seite. Okay. Dass man von hier hüpfen kann. Oder hier rüberklettern. Ja, wahrscheinlich. Hier hinten rüberklettern. Naja, da ist auch noch ein Eingangstor. Und wo ist der zugehörige Wächter? Da sieht man aber auch keinen.